Und wir wollen gleich damit beginnen, dass wir einen Bibeltext aus dem Psalm 145 miteinander beten. Es ist immer sehr schön, wenn du deine Bibel mit dabei hast, denn es wird in Zukunft wichtig sein, dass wir die Dinge, die wir hören, in Predigten, in allen verschiedenen Dingen, dass wir sie auch im Wort Gottes prüfen können. Absolut. Und lesen können und nachvollziehen können. Das ist uns beiden sehr, sehr wichtig. Und deshalb hol deine Bibel, lass uns beginnen mit dem Psalm 145, dass wir ihn betend lesen. Und zwar lesen wir ab Vers 9. Und wir beten das, deswegen stellen wir das Wort ein bisschen um, dass wir es in diese Ich-Form wieder hineinbringen, dass es uns näher wird. Und in der Bibel lesen wir ja, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Und das Amen. Wollen wir heute wieder mit diesem Psalm machen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass wir in deinem Wort das lesen, was du möchtest, dass wir es wissen sollen. Und in deinem Wort lesen wir, dass alle Werke dich preisen werden. Amen. Und wir als deine Getreuen wollen dich jetzt loben und dich anbeten. Ja. Wir sprechen von der Herrlichkeit deines Reiches und wir reden von deiner Macht, Herr, um den Menschen in unserem Land deine mächtigen Taten zu erzählen. Halleluja. Dein Reich ist ein Reich von Glanz und Pracht. Ja. Es ist ein Reich für alle Zeiten und deine Herrschaft währt von Generation zu Generation. Herr, du stützt alle, die fallen. Halleluja. Und du richtest alle Gebeugten jetzt auf. Du bist nahe allen, die dich anrufen, allen, die dich wahrhaft anrufen. Dein Wort sagt uns, dass du das Verlangen derer erfüllst, die dich fürchten. Amen. Und dass du ihre Schreie hörst yes. und sie retten wirst. Wir danken dir so sehr, Vater im Himmel, dass du uns alle behütest, dass du die behütest, die dich lieben. Yes. Herr Jesus, wir danken dir für dieses Wort. Heiliger Geist, wir danken dir für dieses Wort, was in unsere Herzen hineinfällt. Wir danken dir, dass es Wurzeln schlagen wird und dass wir das Wort gebrauchen als eine starke Waffe in unserem Mund, als etwas, was uns Kraft gibt im Alltag. Herr, ich bete jetzt, wir beten jetzt für alle, die jetzt hier miteinander zusammen sind, dass du dich erweist als der Gott, der heute redet, heute durch sein Wort redet. Wir preisen und wir ehren dich. In Jesus' Name. Ja, guck mal, wie genial das hier ist. Wir sprechen von der Herrlichkeit deines Reiches. Tun wir das? Tun wir das? Haben wir Verständnis von der Herrlichkeit des Reiches Gottes? Das ist etwas, was wir tun sollen. Von der Herrlichkeit des Reiches Gottes sprechen. Ja. Wir brauchen eine Offenbarung, was das Reich Gottes ist. Yes. Was er für uns hat. Das ist wieder dieses alte Thema mit der Identität. Genau. Ja, wir müssen wissen, was das Reich ist, weil wir sind hineinversetzt in das Reich. Ja, in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ja, in das Reich des Himmels im gewissen Sinne. Ja. Genau darum geht es heute. Ja. Ja. Genau. Die Dimension des Himmels in deinem Leben. Ne? Ja. Wir reden von deiner Macht, um den Menschen in unserem Land deine mächtigen Taten zu erzählen. Amen. Ey Leute, wir müssen echt wieder damit anfangen, den Menschen von Gott zu erzählen. Yes. Weißt du, das eine ist so evangelisieren. Ja, ist ja super, dass man eben Menschen das Evangelium nahebringt. Aber es ist auch was Gutes dran, wenn man einfach von den Taten Gottes erzählt, wenn man berichtet, wenn man Zeugnis gibt, was der Herr Großes getan hat. Ja, auch von dem, was wir mit dem Herrn erleben. Ja. Das, was wir als Zeugnis haben, was wir von Gott erlebt haben, was er uns gesagt hat, wie wir mit ihm umgehen, welche Beziehung wir zu ihm haben, das wird die Leute viel mehr interessieren, viel mehr wollen sie das hören, als etwas, was wir vielleicht irgendwo gelesen oder angelesen, irgendwo herholen. So, und es gab in dieser Woche auch Zeugnisse von Leuten,
die geschrieben haben, dass sie jemanden getroffen haben, für diese Person beten konnten und einfach auch im Lobpreis da gestanden haben. Und das ist etwas, was wir ganz, ganz schön finden und wo wir sagen, die Zeit, in die wir gekommen sind und in die wir gehen, es ist eine Zeit, wo Menschen das Reich Gottes kennenlernen müssen. Dieses Reich, ein Reich von Glanz und Pracht, das, was die Menschen jetzt hier sehen, ist genau das Gegenteil. Ja. Es ist ein Reich von Angst und Sorge, Elend, von Bedrängnis, ja. Jobverlusten, alle diese Dinge. Ja. Und wir sind die, die eine Ahnung, ein Wissen, ein Verständnis haben von diesem Reich, was unerschütterlich ist. Wir haben ein unerschütterliches Reich empfangen. So heißt es im Neuen Testament. Ja, es gibt natürlich immer wieder Menschen, die sagen, ja, ich habe noch keine Zeichen oder Wunder oder was in meinem Leben erlebt. Mhm. Weißt du was, ich glaube, dass das nicht stimmt. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann erlebst du seinen Schutz, seine Bewahrung immer wieder. Und es ist gut, sich das bewusst zu machen. Ja. Denk doch mal nur kurz drüber nach. Ja. Wenn der Teufel könnte, wie er wollte, ja, würde keiner von uns den morgigen Morgen erleben. Ja, das stimmt. Der Herr hat uns über Jahrzehnte immer wieder geschützt, bewahrt, ja, durchgetragen, gesegnet. Durch so vielfältige Attacken und Probleme und sonst was. Einfach mal Revue passieren lassen, wie oft du allein beim Autofahren geschützt geworden bist. Wie in welchen Bereichen du in, ja, deinem Leben gesegnet bist. Ja. Wo du sagst, okay, da geht es mir eigentlich gut in diesem Bereich. Ja, es gibt immer Sachen oder stimmt, oft Sachen, wo wir in bestimmten Bereichen zu kämpfen haben. Oft Gesundheit, ja. Aber vielleicht ist deine Ehe super. Ja, andere Leute haben vielleicht mit der Ehe zu kämpfen, ja, haben aber einen super Job und keinerlei finanzielle Probleme und, und. Also, ja, einfach mal schauen, wo bin ich gesegnet, ja, wo hat der Herr mich versorgt. Jeder von uns hat ein Zeugnis. Ich habe letztes Jahr eine Krankenhauszeit gehabt und das war nicht so leicht und es war auch lange und am Anfang, ja, da habe ich schon gesagt, Herr, warum passiert mir das jetzt und warum hast du nicht da gleich das alles vom Tisch weggeräumt? So, aber der Herr hat mich dann dahin geführt zu beten, Herr, lass mich in dem, wo ich jetzt bin, in dieser Bedrängnis, lass mich sehen, wo dein Segen für mich vorbereitet, ja, ist. Lass mich sehen im Krankenhaus. Mit den Ärzten, mit den Schwestern, mit den Schmerzen, mit all diesen Dingen. Lass mich sehen, wo du mich segnest. Lass mich sehen, wo du mich bewahrst. Lass mich sehen, wo du einen Weg für mich machst, wo ich keinen sehe. Lass mich sehen, wo du hinter den Kulissen für mich arbeitest. Auch wenn ich es jetzt im Moment nicht empfinden kann und sehen kann. Und mein Zeugnis war, dass Gott mir übernatürlich wirklich die Augen geöffnet hat, für die Dinge, die er für mich in der Situation wirklich als Wunder und Zeichen vorbereitet hatte. Als ich das letzte Mal im Krankenhaus war, das war auch echt blöd, da war es mir ähnlich gegangen. Und was habe ich gemacht? Ich habe ein Buch geschrieben. Ja, das stimmt. Das war das Buch, ja, Deutschland um Gottes das Willen. Stimmt. Das habe ich im Krankenhaus, im Krankenbett geschrieben, genau, mit dem Laptop. Auf der Intensivstation. Er durfte nicht aufstehen, weißt du noch? Und da hat er tatsächlich das Buch geschrieben. Ich hatte Vorarbeit gemacht und dann habe, ja, ich das einfach durchgezogen. Ja. Selbst dieser Krankenhausaufenthalt hatte also in all dem Blödsinn sein, ja, Leben. Und war ein Segen für viele Leute bis heute. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob das Buch sonst so schnell fertig geworden wäre. Naja, das, okay, wir werden nicht in die Richtung beten, dass das nächste Buch... Nein. Okay. So. Okay, was gut, hast du denn auf deinem, ja, Zettel? Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die gehen davon aus, morgen. Oh ja. Morgen ist Entrückung. Stimmt. Stimmt? Ja. Morgen ist Entrückung. Okay, woher kommt das? Also mehrere Leute haben uns, ja, angeschrieben, haben das gesagt. Eine Person, das war ganz cool, die hat geschrieben, was sagen Sie dazu, dass nächstes Wochenende die Entrückung stattfinden könnte? Ja. Wie einige sagen, am Posaunenfest der Juden. Dann würde sich die Prophetie über die große Ernte nicht erfüllen. Mhm.
Okay, ja, stimmt. Dann würde sich die Prophetie nicht erfüllen. Aber ich würde sagen, reden wir mal nächste Woche über die morgen stattfindende Entrückung. Ja, mich hat jemand gefragt, wie wirst du morgen den Tag verbringen, wenn die Entrückung ist? Und dann habe ich kurz nachgedacht, dann habe ich gesagt, ich werde morgen mit zwei lieben Menschen Geburtstag feiern. Und also zwei Geburtstage. Zwei Geburtstage, ja. Und das ist entgegengesetzt zu dem, was jetzt so auch im Netz rumkursiert und wo wir auch E-Mails bekommen, wo Leute Angst haben, weil sie sagen, ich weiß gar nicht, ob ich dann dabei bin. So, also das ist gar nicht so ohne dieses Thema. Also, kannst du uns vielleicht helfen? Können wir da mal irgendwann auch mal drüber sprechen, aber nicht heute. Aber nur so viel. Das Thema Entrückung steht theologisch auf äußerst dünnen Beinchen, ganz generell mal gesagt. Ja? Ja. Diese akute Geschichte kommt daher, dass eigentlich heute mit Sonnenuntergang, dann beginnt im biblischen bzw. jüdischen, beginnt der Tag, also am Vorabend, mit Sonnenuntergang beginnt das, also etwa jetzt, ne? Mhm. Beginnt Rosh Hashanah, wird an zwei Tagen gefeiert. Morgen ist dann der eigentliche Haupttag, am 19.09. Und genau, Rosh Hashanah steht heilsgeschichtlich für die Wiederkunft des Herrn. So, und deshalb hat sich da so ein Ding draus entwickelt. Nur Rosh Hashanah feiert man seit Jahrhunderten und jedes Jahr gibt es erneut das Fest, was eben für die Wiederkunft des Herrn im heilsgeschichtlichen Sinne steht. Ich habe mich intensiv mit der Thematik beschäftigt und hier diese Buchserie übrigens geschrieben, allerdings nicht im Krankenhaus. Das sind die sieben Feste der Bibel und ihr Geheimnis. Ja, also über das Thema Rosh Hashanah kann ich dir wirklich einen Stunden Vortrag halten, was heute übrigens nicht unser Thema ist. Was ich damit sagen will, ist, Rosh Hashanah steht nach meinem Dafürhalten nicht für Entrückung. Ich kann dir gerne hier mal kurz was vorlesen, was Rosh Hashanah eigentlich bedeutet. Rosh Hashanah ist, also das Wort Rosh Hashanah, bedeutet Haupt des Jahres. Mhm. Also wir sagen Neujahr. Ist aber gemäß dem biblischen Festzyklus nicht Neujahr, sondern ist das fünfte Fest. Ne? Genau, das fünfte Fest. Warum wird es dann im Judentum eben als Neujahr gefeiert? Das ist noch gar nicht so alt. Das stammt aus dem zweiten nachchristlichen Jahrhundert. Also zur Zeit Jesu wurde das Fest in der Weise nicht gefeiert. Da gab es kein Rosh Hashanah, ne? Sondern da war das Yom Teruah, der Tag des Posaunenblasens. Ich lese das mal hier vor aus diesem Büchlein. Erst im zweiten nachchristlichen Jahrhundert, nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem, wurde im Judentum der Neujahrstag auf diesen Tag verlegt. Weit mehr als 1500 Jahre nach der Einführung dieses Festtages durch Mose. Der Name Rosh Hashanah entstand auch erst zu dieser Zeit. So entwickelte sich dieser Festtag eigentlich entgegen den Anordnungen Gottes, die er Mose gegeben hat, wann das Jahr beginnen sollte, wann der erste Monat ist. Weil das ist nicht der erste Monat, das ist der siebte Monat. Ne? Mhm. Ja, der Tischri ist der siebte Monat. Entgegen den Anordnungen Gottes im Judentum eben wurde hierauf eben dieser Neujahrstag gelegt. Im jüdischen Kalender zum Neujahrstag, der bis heute gefeiert wird. Es ist also exakt ein halbes Jahr nach dem religiösen Jahresbeginn, ist das sozusagen der säkulare Jahresbeginn. Gut. Warum hat man das gemacht? Warum wurde im Judentum eigentlich, obwohl es einen ersten Monat gibt und somit auch einen ersten gibt, ja, das ist der erste Nisan, der nicht gefeiert wird, wo gar nichts ist, ja, ist lediglich der Beginn des ersten Monats. Warum wurde das dahin verlegt und der erste siebte zum Neujahr gemacht? Ja. Also wie gesagt, das war nicht zu Jesu Zeiten, das war auch nicht zu Mose Zeiten, sondern das war erst im zweiten nachchristlichen Jahrhundert, als die Juden schon in alle Welt verstreut waren. Das geschah deshalb, weil damals hat man sich zusammengesetzt, gelehrt und haben gerechnet. Und sie haben mit dem damaligen Wissen berechnet, wann Gott die Welt geschaffen hat. Mit allem, was sie hatten und wussten, haben sie da das nach damaligem Können und Wissen wirklich brillant gemacht, haben alles zusammengetragen und haben berechnet, wann hat Gott die Welt geschaffen. Und sie kamen auf den 1.7. des Jahres 3760 vor Christus nach unserer Zeitzählung. So, Tischri, das ist der siebte Monat,
gilt als der Monat, wo Gott die Welt erschuf. Also gemäß jüdischer Tradition hat an dem 1.7., sprich Rosh Hashanah, Gott Adam geschaffen. Mhm. Okay, jetzt ist es so, 3760 Jahre vor Christus, daher ergibt sich diese Zählung, warte mal kurz, 5781. Das ist also, morgen beginnt das Jahr 5781 gemäß der jüdischen Zählung und die basiert genau darauf. Das ist also eine Berechnung aus dem zweiten nachchristlichen Jahrhundert, wann Gott die Welt geschaffen hat. Inzwischen weiß man auch, wo sie sich verrechnet haben. Irgendwo zwischen 200 und 240 Jahre kann man inzwischen feststellen. Aber das ist eben das, worauf diese jüdische Zählung basiert und weshalb dieser Tag basiert. Ja. Gut. Es ist ein interessanter Tag, Rosh Hashanah, wie ich schon sagte, eigentlich der Tag des Posaunenblasens. Und gemäß jüdischem Verständnis ist es eben der Tag der Auferstehung der Toten, wie bei uns auch im Christentum. Deshalb haben auf vielen jüdischen Grabsteinen ist auch ein Schofar eingemeißelt, wie bei uns im Kreuz, weil das Schofar ist eben die Posaune nach unserer leider falschen Übersetzung. Also das Schofar erklingt und die Toten stehen auf. Das ist exakt das, was wir genauso sehen, wie eben das auch im Alten Testament schon verkündet ist. Und jetzt ist es so, an diesem Gottesdienst morgen in den Synagogen, im Judentum, wird exakt 100 Mal das Schofar geblasen im Gottesdienst. Menge. Das ist richtig kernig in einer feierlichen Liturgie. Und die Gemeinde erwartet den Klang also im Stillen und stellt sich hin, wenn eben das Schofar erklingt. So, wenn du also diesen Tag irgendwie sinnvoll verbringen willst und ein Schofar hast, dann würde ich sagen, nutz die Gelegenheit und blase an diesem Tag 100 Mal das Schofar. Ja, das ist im Grunde genommen die Art, wie man vernünftig damit umgeht, nach meinem Verständnis. Es ist also die Leute, die Schofar blasen haben, und die wenn du keins hast, ein Verständnis auch für Schofar haben über diese Waffe, die das eigentlich ist und so. Genau. Ja, aber es ist eben so, von der Heilsgeschichte her, also hier nochmal zu diesen sieben Festen. Die biblischen Feste, sieben biblischen Feste, die uns im Alten Testament überliefert sind, die haben alle eine hochinteressante heilsgeschichtliche Bedeutung. Prophetisch. Also da ist eine prophetische Geschichte. Ja. Also es fängt an mit Passa, steht für Errettung, Erlösung, Wiedergeburt und so weiter. Dann bis hin zum Laubhüttenfest. Und alle zeichnen die gesamte Heilsgeschichte ab. Und das ist extrem interessant, sich damit zu beschäftigen. Und dieses Fest Rosh Hashanah, also wie gesagt das fünfte, das steht für die Wiederkunft des Herrn. Ja. Insofern ist es schon interessant, wenn die Leute sagen, okay, an dem Tag passiert etwas. Ne? Und genau, also wie gesagt, es geht um die Wiederkunft des Herrn, es geht um das Schofar, was erklingt. Und genau, also das ist der Festtag morgen. So, wieso kamen jetzt alle möglichen Leute da drauf und haben das diesmal so als anders besonders gesehen? Ja. Es gab wohl verschiedene Hinweise, die haben gedacht, Achtung, dieses Jahr 2020 ist es besonders mit Rosh Hashanah. Und mehrere Leute haben mir ein Video zugeschickt von YouTube, das gibt es auch als Text, ich habe das auch mehrfach gelesen, ist ein guter Text von dem Pastor George Markakis aus Athen. Aus Griechenland. Aus Griechenland, ja. Der hat das am 29.08. hat er ein prophetisches Wort oder ein Video weitergegeben, eine Predigt. Und das ist schon, ist gut, ja, richtig gut. Der Peter Ischka, das ist ein Publizist, der hat das weitergegeben, hat das ausgestreut. Wenn dich das interessiert, kannst du gerne schauen. Also unter YouTube gibst du einfach ein Mission is possible, also Mission-is-possible, dann findest du das. Oder kannst du auch George Markakis eingeben, findest du auch. Coole Botschaft. Und er hat eben gesagt, dieser Tag, dieser 19.09. wird einschneidend sein. Ne? So, und gemäß jüdischem Verständnis fängt er gerade jetzt eben an. Der Pastor Markakis sagt, es ist ein Tag, nein, die Erschütterung geht weiter. Ja. Die Erschütterung geht weiter. Das ist ja das Hauptthema. Was wir momentan erleben, ist nur das Vorspiel. Es wird ein Sturm kommen. Das, was wir bis jetzt gesehen haben, ist nur heiße Luft. Und ich habe mir aus dem Text, also du kannst das auch als PDF herunterladen, das hat Peter Ischka mit sehr hohem Aufwand da gemacht.
Da lese ich dir was kurz vor. Es ist wichtig, dass wir um den 19. September herum unseren Platz vor Gott eingenommen haben, sodass, wenn dieser Schall vom Himmel kommt, wir die Stimme des Herrn auch hören, damit wir, wenn der Herr die Posaune vom Himmel erschallen lässt, auf Empfang sind, dass wir Ohren haben zu hören und das geistliche Verständnis dafür haben, also dass wir aufnahmebereit sind. Im Grunde genommen, nach meinem Verständnis sagt er, Achtung, an dem Tag gibt es Instruktionen vom Himmel, es gibt prophetische Worte, es gibt Klarheit, es gibt eine, ja von mir aus Neuausrichtung. Ein Reden Gottes, genau. Und er sagt, nichts soll unserer Gottesbeziehung im Wege stehen. Jetzt ist es Zeit, unsere Hände zu erheben, unsere Knie zu stärken, uns Gott zu nahen und unser Ohr zu neigen, ihn zu suchen und dafür sorgen, dass nichts unser Herz hindert, vom Herrn zu empfangen. Lass uns das tun mit Disziplin und Beständigkeit und täglicher Hingabe. Also ein interessantes Wort zur Stunde. Und das Interessante dabei ist, dass er extrem bestätigt, was wir hier in dieser Broschüre euch weitergegeben haben. Ich meine, diese Broschüre, ich weiß gar nicht, ob jeder die schon kennt, die haben wir jetzt nicht, viele tausendmal verschickt. Insgesamt haben wir schon, ich glaube, 21.000 Stück gedruckt. Ja. Die geben wir dir kostenlos weiter. Auch wenn du schon mal ein paar bestellt hast, du kannst gerne neu welche bestellen zum Weitergeben, wenn du die möchtest. Gott und das deutschsprachige Europa, ein prophetischer Wegweiser. Mhm. Und da geht es eben um das, was der Herr sagt, insbesondere zu Europa. Und das klingt fast ganz genauso. Ja? Ja. Hier heißt es beispielsweise, das ist ein Wort, das hat der Herr mir gegeben, höre, es kommen Erschütterungen nach Europa. Die EU wird zerfallen, Länder werden unregierbar werden, der Euro wird abgeschafft, Regierungen werden bloßgestellt, Skandale über Skandale über Skandale werden durch die Medien gehen. Weil Licht kommt, weil Klarheit kommt, weil Wahrheit kommt. Was im Geheimen verhandelt wird, wird von den Dächern verkündet. Den Menschen werden die Ohren gellen, weil sie erfahren, wie sie in der Dunkelheit betrogen worden sind, verführt worden sind, hintergangen worden sind. Ja, als Beispiel. Oder der amerikanische Pastor Benjamin Dyrick, der hat, als er in Deutschland war, ein prophetisches Wort weitergegeben. Da sagt er, der Herr sagt, ich erschüttere die Throne über Deutschland. Ich erschüttere die Throne der Regierung. Ich erschüttere die Throne der Wirtschaft. Ich erschüttere die Throne im Bildungswesen. Und von denjenigen, die auf den Thronen sitzen, entferne ich einige. Diejenigen, die mit dem antichristlichen Geist Vereinbarungen getroffen haben, werde ich wegnehmen. Nach meiner persönlichen Überzeugung sind das gar nicht so wenig. Ne? Oder Reinhard Hirtler beispielsweise sagt, Jesus sagt, bereite dich vor, ich lade dich dazu ein, dich vorzubereiten. Es kommt jetzt eine Zeit, in der sich viele Menschen in Europa fürchten werden. Vieles wird erschüttert werden. Viele fürchterliche Nachrichten wird es geben. Viele Menschen werden erschüttert. Die Herzen der Menschen werden Angst haben. Menschen werden nicht mehr wissen, worauf sie zukünftig ihre Hoffnung setzen können. Ja. Mein Volk sollte alles für mich in Europa vorbereiten. Ich erlaube es jetzt nicht, dass Menschen sich selbst verherrlichen. Es ist eine Zeit, in der sich diese Schrift erfüllt. Es wird erschüttert werden, was erschüttert werden kann, damit es alle sehen. Mein Königreich, welches unerschütterlich yes, ist. Yes, Amen. Das hat er im April 2019 geschrieben. Ja. Ja, ein prophetisches Wort, dass eben Erschütterungen kommen. Und wie wir es auch alle so erlebt haben und immer noch da drin sind. Wir haben uns an viele Dinge, an viele Zustände und Umstände mittlerweile gewöhnt. Aber wir müssen diese hohe Aufmerksamkeit beibehalten. Mir ist das auch sehr wichtig geworden, dieses Hab Acht auf das, was Gott spricht. Amen. Was redet der Herr in dein Leben? Was, schau, dieses Reden Gottes ist nicht etwas, was wir aus den Nachrichten oder aus Publikationen der Welt empfangen können, sondern wir müssen uns zurückziehen, uns fokussieren auf das, was Gott sagt. Sein Wort lesen, studieren, uns mit ihm quasi in ihn bergen, damit wir hören, was der Vater im Himmel sagt. Absolut. Und die Grundlage ist,
Kinder, ihr habt ein unerschütterliches Amen. Reich empfangen. Ein unerschütterliches. Das, wo die Kinder Gottes draufstehen, auf diesem Fundament, das ist unerschütterlich. Und die Kinder Gottes werden das sehen, was erschüttert werden wird. Ja. Ja. Gott hat immer und immer wieder davon gesprochen, dass das Unerschütterliche ja. bleiben wird, aber dass das, was erschüttert werden kann, eben erschüttert genau. werden wird. So, das ist, wie soll ich mal sagen, dass die Erschütterungen kommen, ja. ist wirklich... Das ist das eine. Ist, ja, es ist fürchterlich, es ist erschütternd. Ja. Ne? Ja. aber worum geht's denn? Es geht darum, dass das, was unerschütterlich ist, eben bleibt. Ja. Und dass das wirklich zu sehen ist, ja. hervorkommt. Das ist ja. das Reich Gottes. Das ist genau das, was wir am Anfang hatten. Die ja. Herrlichkeit des Reiches Gottes. Das ist das Unerschütterliche. Ja. Das wird bleiben. Und das yes. kommt hervor. Und das ist grandios. Yes. Und wenn du mit dem Herrn gehst, bist du dabei. Amen. Halleluja. Hier, deshalb heißt es hier beispielsweise, weiter in dem Text von Rainer Dirtler, mach dir keine Sorgen wegen der Erschütterung um dich herum. Ja. Mach dir keine Sorgen wegen der Erschütterung in der Politik in Europa. Siehe, Korruption wird aufgedeckt in der EU. Ich mache öffentlich, was im Geheimen besprochen worden ist. Das alles hat seinen Zweck, um Europa auf die kommende Ernte vorzubereiten. Ja. Deshalb, ich rufe mein Volk, bereite dich selbst vor. Vereinige dein Herz mit meinem Herzen. Hör auf, deine eigenen Pläne durchzusetzen. Ja. Oder hier, warte mal, David Demian hat gesagt, weil unsere Regierungen nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Es wird ihnen an Weisheit mangeln. Die Wirtschaft wird erschüttert werden. Warum? Weil das Königreich Gottes hervorkommt. Ja. Und wenn das Königreich Gottes sich bewegt, ja. wird alles, was erschüttert werden kann, erschüttert werden. Warum? Weil das Unerschütterliche hervorkommt, ja. das Königreich Gottes hier und jetzt. Ja. Das ist so cool. Wir beten ganz oft, dass wir in der Ernte wiedergefunden werden. Dass Amen. Wir uns nicht verstecken und denken, oh, bloß keine Schwierigkeiten, bloß unter der Deckung bleiben. Wir wagen uns nicht mehr raus. Wir bleiben mal ganz still zu Hause, sondern wir wollen Leute sein, die wirklich in dieser endzeitlichen Erweckung gefunden werden. Dass ja. wir Arbeiter sind in Gottes Ernte. Ja, und das ist das Problem, was eben, wenn du dich... Wenn es Leute gibt, die sich nur mit Entrückung beschäftigen, ja, das stimmt. die fokussieren sich darauf, dass sie sagen, es kommt der Riesenhorror und ich möchte möglichst schnell vorher weg sein. Ich möchte das ja. ganze Elend nicht erleben, so nach mir die Sintflut. Ja, ist ja durchaus nachvollziehbar, aber wie soll ich mal sagen, viele von den Leuten, die in diesem Ding drin sind, die kommen gar nicht auf den Gedanken rum, dass ja. da draußen eine Welt ist, die sie retten müssen. Das ist unser Job, das ist unser Auftrag. Ja, und der Herr wird uns nicht, wenn er uns richtet, er wird uns nicht, wie soll ich mal sagen, danach richten, ob wir die Tage zur Entrückung gezählt haben oder was, sondern ob wir in der Ernte gewesen sind. Ja, das ist der Missionsbefehl. Und das ist etwas, was uns sehr wichtig ist. In den ganzen ja. Erschütterungen, in diesem allem, was jetzt momentan passiert und was sich intensivieren wird, ja, glauben wir, es ist Zeit für eine gigantische Ernte, für eine ja. gewaltige Bewegung Gottes und dass Millionen ja. und Millionen und Millionen von Menschen in die Scheunen Gottes hineinkommen, ja. wie man so schön sagt. Vielleicht hören einige von euch morgen ja das Gespräch, was Gott da im Himmel führt und Jesaja es hört. Wen soll ich senden? Wer will mein Bote sein? Und Jesaja aber nichts wie ran und sich meldet und sagt, ich, sende mich. So, und dann eine kurze Zeit später, ihr wisst das ja aus dem biblischen Bericht, kommt dem Jesaja zu Bewusstsein, stopp, Moment mal, ich kann eigentlich das gar nicht aussprechen, was so heilig ist. Ich kann diesen Glanz und diese Majestät des Reiches, so wie wir das im Psalm 145 gelesen haben, ich kann das gar nicht aussprechen, ich kann das gar nicht zu den Leuten hintragen. Und dann kommt diese Situation, wo der Engel mit dieser glühenden Kohle kommt und seine Lippen reinigt. Ja. So, das ist etwas, was der Heilige Geist in uns heute tut. Er reinigt unsere Lippen, er reinigt unser Herzen. Er macht uns bereit, dass wir sagen, ich bin's, ich mach mit, ich höre das Wort des Herrn. Absolut. Und ich werde aktiv. Und das ist mein Wunsch auch immer für uns, dass wir hören, was der Herr sagt. Und wenn er heute noch sagen muss, wen soll ich senden, wer will mein Bote sein, dann möchte ich zu denen wirklich auch gehören, die als erstes aufspringen und sagen, ich nehme mich, sende mich, mach mit mir.
Absolut. Sag mir, was ich tun soll, und ich werde es tun. Und ich brauche ihn, damit er mir hilft. Das ist der Missionsbefehl. Und so oft gegeben in den Evangelien. So oft gesagt. Es ist so klar, was wir zu tun haben. Yes. Ja? Und leider beschäftigen sich sehr, sehr viele Christen mit allem Möglichen, aber nicht mit dem. Nicht wahr? Yes, so ist es. Aber hier, ich habe noch was. Nochmal zu den Erschütterungen. Nur noch zwei kurze. Hier hat Madeline James gesagt, die Erschütterung wird sich weiterhin intensivieren. Der Herr ist gerade dabei, alles zu erschüttern, was erschüttert werden kann. Und er sorgt dafür, dass jetzt in dieser Stunde die reinen, unverfälschten, echten aufstehen. Amen. Das ist es. Und ganz zum Schluss noch ein ganz kurzes Wort, was der Herr mir gesagt hat. So erhebe dein Haupt, mein Volk, schau auf mich, auf das Licht, auf mein Kommen und nicht auf die Erschütterung des Weltsystems. Yes. Auch wenn du selbst erschüttert wirst. Alles, was auf dem festen Felsen Christus steht, wird Bestand haben. Yes. Alles andere wird vergehen. Lass uns gerade vielleicht dafür beten, dass wir das empfangen, dass wir, Herr, wir danken dir einfach dafür, dass du uns auf diesen Felsen Christus gestellt hast. Ja. Wir danken dir, dass wir diesen Felsen unter unseren Füßen spüren. Wir danken dir, dass du uns ein unerschütterliches Reich gegeben hast und dass wir uns in diesem Unerschütterlichen bewegen. Und Herr, wir beten, dass du die, die unsicher sind, die mit Angst zu tun haben, dass du sie festigst in dem Glauben an dich, dass du mit ihnen wirklich zum Ziel kommst. Sie werden dabei sein, wenn du in der Ernte sie gebrauchen willst. Und wir proklamieren, dass du wirklich Arbeiter formst, sie zurechtbringst, sie heilst, wiederherstellst und ausrüstest mit dem Wort der Gnade und der Kraft und mit diesem Wort des unerschütterlichen Reiches Gottes. Ja. In Jesu Namen. Und wir widerstehen allem, was Christen gefangen hält, darin, wie soll ich mal sagen, in diesem Weltsystem verharren zu müssen. Ja? Ja. Diese Weltlichkeit, diese Beschränktheit, dieses Festgesetztsein, dieses eben nicht in die Werke Gottes hineinkommen. Wir widerstehen all dieser Angst, wir widerstehen all diesen Bindungen, wir widerstehen all diesen Sorgen, wir widerstehen all dieser Furcht davor, vor irgendwas, was sich eventuell verändern könnte. Ja. Und wir sagen, das Volk Gottes kommt in die Position, die der Herr vorgesehen hat. Wenn der Herr sagt, es wird alles erschüttert werden, dann wird es so sein. Und wir können uns damit anfreunden mit diesem Gedanken, weil es ist das Beste, was uns passiert. Weil er sagt, wenn das geschieht, dann erhebt eure Häupter und freut euch, weil eure Erlösung naht. Und das spreche ich aus. Das spreche ich aus über uns als Kinder Gottes, dass wir verstehen, dass diese Stunde etwas ist, was für die Welt Erschütterung ist. Was für das Volk Gottes ist, dass sie hervorkommen in dem, was der Herr für uns alles hat. Herr, und ich bete dafür, dass da eine prophetische Klarheit hineinkommt in das Volk. Und dass diese Verwirrung auch mit dieser Endzeitgeschichte, wo man immer sich nur um den Horror dreht, dass das aufhört. Und dass wir verstehen, egal, selbst wenn es Verfolgung gibt, dass es die Stunde ist, für uns als Volk Gottes in Position zu kommen, wie zur Zeit der Urgemeinde. Halleluja. Yes, in Jesus' name. Amen. Amen. Ja. Amen. Erschütterung. Ja. Du wirst sehen, die Erschütterungen werden weitergehen. Was wir bis jetzt gesehen haben, ist, wie der Pastor hier aus Griechenland gesagt hat, das ist der Anfang, heiße Luft vor dem Sturm. Ja? Es ist die ersten Beben, die ersten Wehen. Es wird weitergehen und wir müssen uns als Volk Gottes die Herzen festmachen, einfach weil wir wissen, es kommt diese Erschütterung und gleichzeitig den Segen darin sehen. Ne? Wie wir beim Krankenhaus ist, den Segen sehen. Ja. Wie diese Schwierigkeiten, das ist etwas, was wir auch nicht wegbeten können. Ne? Ja, weil Gott gesagt hat, es wird kommen. Es wird kommen. Ja. Halleluja. Amen. Okay. was zu diesem Thema dazugehört, das ist mir diese Woche so sehr ins Herz gefallen, dass wir... Wenn wir sagen, mach dein Herz fest. Wie macht man das denn, das Herz fest? Oder wie interpretiert man das denn? Was passiert denn da, wenn man das Herz fest macht? Und wie ihr gelesen habt, geht es ja heute
um das Thema Himmel. Wenn ich so das Thema Himmel höre, dann denke ich als erstes an den Vater im Himmel. Also ich bin niemand, der dann denkt, okay, Himmel, das ist Entrückung. Oder Himmel, das ist, oh, hoffentlich wird das Wetter heute besser. Sondern wenn ich das Wort Himmel höre, verbindet sich das in meinem Sinn sofort mit dem Vater im Himmel. Ich bete das oft. Ich habe oft diese Formulierung in meinem Gebet, dass ich sage, Vater im Himmel, hilf mir, dass ich verstehe, worum es geht. Hilf mir, dass ich dich besser erkenne. Hilf mir, dass ich dich sehe in allem. Hilf mir, dass ich den Weg sehe, den du mich führst. Hilf mir, dass ich hinter dir herlaufe, dass ich ganz dicht an dir dranbleibe. Und das ist etwas, was ich oft als mein persönliches Thema bewegt habe, auch schon in der Vergangenheit, weil es gab immer wieder diese Themen in meinem Leben, wo das auch mit dem irdischen Vater zusammenhing und eben ich mich um dieses Thema Vater im Himmel sehr kümmern musste. Nun will ich heute nicht unbedingt an diesem Vaterherz oder irgendwelchen solchen Dingen arbeiten. Da gibt es Dienste, die das hervorragend abdecken. Da gibt es viele Dinge, die man lesen und studieren kann. Und es ist halt ein Thema, was weit und groß ist. Weil es so intensiv ist, gibt es viele Bücher, gibt es viele Nachrichten über dieses Thema Vaterherz. Und immer wenn man über den Vater im Himmel spricht, dann bekommen Leute da manchmal so ein komisches Gefühl, weil sie verbinden sofort diesen Begriff Vater mit ihrem irdischen Vater, mit den Erlebnissen, die sie hatten. Und wenn man Leute fragt, sag mal, so wie ist denn deine Beziehung zu deinem Vater oder wie war die Beziehung zu deinem Vater? Also nochmal, ich will nicht jetzt Mütter ausschließen. Ich weiß, dass in den Beziehungen auch Mütter, Töchter, Mütter, Söhne, dass da schwierige Dinge passieren. Aber mir geht es gar nicht jetzt um die Mütter, sondern es geht ja um den Vater im Himmel. Und deswegen wollen wir unseren Blick auch nur auf diesen Vater im Himmel festhalten. Denn das ist einfach so heute Abend mal unser Fokus. Und immer wenn man das fragt, so wie ist denn das mit dem Vater im Himmel, wie empfindest du das denn oder wie hast du das denn so erlebt? Dann geht bei manchen Leuten echt so eine rote Lampe an und sie sagen, oh nein, mein Vater, das war furchtbar und ich habe daran eigentlich nur die schlimmsten Erinnerungen. Da schwingt immer so wie so eine Saite an, die man anzupft und da kommt so ein Missklang rüber. Und bei manchen ist es aber auch so, dass sie lächeln. Wenn man sie nach ihrem Vater fragt dann, und diesen Beziehungen, dann lächeln sie, dann sind sie ganz entspannt, weil sie haben eben diese andere Seite erlebt und das hat sie geprägt. Oft sind dann, wenn man diese Frage stellt, sofort Erlebnisse da. Und die Leute können ihr Gefühl und ihr Denken und ihr Interpretieren an diesen Erlebnissen festmachen. Und wenn die Erlebnisse sehr schlimm waren, dann sind sie sehr betroffen und sehr beeinträchtigt davon. Und oft geht das bis ins hohe Alter. Und genau auch die andere Seite, wenn es gute Erlebnisse, gute Erfahrungen, Fürsorge, alle diese Dinge waren, dann berichten die Leute oft von diesem verlässlichen, 100% immer da gewesenen Vater. Und wir können uns oft nicht von diesem Denken so richtig distanzieren. Und das macht das eben schwierig für uns oft mit dieser Ansprache Vater im Himmel. Und wir empfinden da eine Diskrepanz. Wir können das nicht so frei aussprechen. Es fällt uns irgendwie nicht so leicht. Und bei vielen ist ja das auch so, dieses
Abba Vater oder Abba lieber Vater. Und das ist ja diese Formulierung, die Jesus gebrauchte. Abba lieber Vater. Und das ist für manche dann sehr herausfordernd, weil es entspricht ja eigentlich so, dieses Abba entspricht unserem gebräuchlichen Papi oder Papsi oder Vati oder wie auch immer. Und das ist etwas, wo wir sagen, das kann ich gar nicht. Gott ist doch Gott und ich kann ihn doch nicht mit Papa Gott anreden. So, das ist unterschiedlich vom Empfinden her. Dieses Wort Abba kommt aus dem Aramäischen und das wurde von diesen ersten Christen gebraucht und wurde uns deshalb auch überliefert. Wir bemerken, da gibt es ganz unterschiedliche Reaktionen, unterschiedliche Empfindungen. Und das Interessante für mich ist, es geht bis in unser Gebets- und Glaubensleben hinein, dass wir nicht so uns Gott so nahen können. So dieses Papa-Verhältnis ist irgendwie ein bisschen stressig und für andere eben nicht. So, ich denke, dass in grundsätzlich der Feind Satan schon immer versucht hat, diese Vater-Beziehung im Natürlichen auch zwischen Gott und uns irgendwie zu stören, irgendwie dazwischen zu werfen, immer in Frage zu stellen, immer schlecht zu machen, auch Väter unzuverlässig zu machen, Väter nicht in ihre Position reinzubringen, Väter in den Rückzug zu treiben, Väter mit ihren Kindern in Stress zu kommen, Väter so mit Arbeit zukippen, dass es gar nicht möglich ist, dass sie eine gute Beziehung zu den Kindern aufbauen können. So, ich glaube wirklich, dass der Feind es benutzt, dass da Zerstörung, Zertrennung, Lüge, Missbrauch und alle diese Vorhaben losbricht, wenn es um diesen Vater oder die Vaterschaft geht. Und in der Bibel, wenn du dich damit beschäftigst, mit Davids Leben zum Beispiel, dann wirst du entdecken, dass auch in Davids eigener Familie es zu solchen krassen Dingen gekommen ist, nämlich zu Verrat, zu Lüge und letztendlich zu vielen zerstörerischen Dingen, mit denen er damals kämpfen musste und in vielen Dingen auch keine gute Entscheidung als Vater getroffen hat. Und so ist das eben auch heute in unserem Leben bis heute, dass der Feind immer der Dazwischenwerfer ist, wenn es um diese Vaterbeziehung geht. Und das Ding ist, wenn wir im Natürlichen diese Vaterbeziehung als schwierig erlebt haben, dann ist es schwer, uns Gott als einen liebevollen Vater vorzustellen. Und der ist, und darum geht es eben heute. Im Moment stelle ich fest, auch durch die Gebetsanliegen, die wir bekommen, dass es im Moment zu einem heftigen Vormarsch des Feindes gekommen ist oder er dabei ist. Wir bekommen sehr viele Gebetsanliegen, wo Leute uns schreiben, wie sehr ihre Kinder angegriffen sind, psychische Krankheiten bei den Kindern, Drogen und Drogenmissbrauch, zurückziehen aus der Familie, aus den Beziehungen, sich quasi selber wegschließen in ihr eigenes Zimmer. Schwierigkeiten in der Schule, die ja jetzt auch aufgrund dieser Corona-Krise sehr, sehr schwierig von vielen Kindern erlebt wurde. Die Familien hatten alle Hände damit zu tun, die Kinder irgendwie schulisch auch abzudecken und zu versorgen. Und Lehrer waren oft wirklich nicht in der Lage, das wirklich auch aufzufangen, weil es eben diese rigiden Maßnahmen auch gab. Und so stelle ich fest, dass wir jetzt wirklich alle, auch die Leute, die vielleicht schon große Kinder haben oder wo die Familien wirklich fit und gesund sind, lasst uns beten für die Kinder der gläubigen Menschen im Reich Gottes. Lasst uns beten für diese Generation, die jetzt aufwächst, für die verlorenen Kinder, für Kinder, die sich in eine andere Identität hinein entwickeln, für Kinder, die einfach, ich hau jetzt einfach mal ab von zu Hause, drauf sind.
oder die wirklich in echter Rebellion zu Hause sind. Lasst uns doch gemeinsam beten. Lasst uns zusammenschließen, dass wir dafür beten, dass es zu einer Veränderung kommt, dass der Feind mit seinen Schlichen, mit seiner Attacke, mit seinem massiven Auftritt nicht diese Familien zerstören kann. Ich persönlich glaube, dass es eine scharfe Attacke gerade auf die Generation nach uns und auch die unserer Kindeskinder gibt. Da ist ein scharfes Vorgehen, dass sie nicht zum Herrn finden sollen, dass sie verblendet werden durch das, was sie im Leben so sehen, dass sie wegdriften, obwohl sie im Glauben wirklich gut erzogen und unterwiesen worden sind. So, und von daher, weil das so ist, dass christliche Familien ihre Kinder wirklich im Glauben aufgezogen haben, jetzt erleben müssen, wie der Feind auf Raubzug geht. Das ist ein Thema, was uns alle angeht, ihr Lieben. Wir müssen zusammenstehen. Wir müssen zusammenhalten in dieser Zeit, wo der Feind so extrem auftritt. Lasst uns das nicht aus dem Blick verlieren. Es ist sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Sehr wichtig. So, einige von euch können bestimmt auch von den guten Vaterbeziehungen berichten. Und von diesen ganzen Dingen, die uns in unserem Inneren so sehr beschäftigen. So, jetzt möchte ich gar nicht mehr so viel über diesen stressigen Vater berichten, weil, ja, ich habe es etwas breiter ausgeführt, weil eigentlich mehr Leute unter einem schwierigen Vaterverhältnis leiden als unter einem guten. Und dieser Psychotherapeut Sigmund Freud hatte gesagt, dass eines der stärksten Bedürfnisse des Menschen die Sehnsucht und das Verlangen des Kindes nach dem Schutz, der Verlässlichkeit und der Zuwendung des Vaters ist. Und wenn das schon einer sagt, im Natürlichen, dass das wichtig und nötig ist, wie viel mehr brauchen wir genau dieses, diese Verlässlichkeit zum himmlischen Vater, dieses Grundvertrauen in ihn, dass er sich um mich kümmert. Denn er ist besorgt für euch. So lesen wir es in der Bibel. Ich hatte in meinem Leben einen Vater, der war in meiner Kindheit dominant. So würde ich das mal sagen. Sehr bestimmend und manchmal habe ich ihn als streng empfunden. Ich kann mich auch an Strafen heute noch erinnern, die sich in mein Gedächtnis, in mein Gefühl, in alles so eingebrannt haben. Strafen, die ich heute wirklich schwierig auch finde. Aber was immer überwogen hat bei meinem Vater, in meinem Verhältnis zu ihm, das ist, dass er total verlässlich war. Er war jemand, der versorgend für uns war, der sorgend und den Weg bereitend für uns war. Er hat für uns quasi, wenn man so sagen will, die Kohlen aus dem Feuer geholt. Er hat unseren Weg begleitet in das Erwachsenwerden, wenn wir zur Ausbildung mussten, wenn wir Bewerbungen machen mussten, das alles. Und auch später war er immer absolut zuverlässig. Und was wichtig für mich war, das ist, er war ein Glaubensvorbild für mich, dass ich von ihm sehen konnte, wie er Glauben lebt, wie er betet, wie er in der Bibel liest, wie er mit Menschen in der Gemeinde umgegangen ist. Und auch da war er fürsorglich. Und immer wenn Bedrängnis da war, war er für mich da. So, das blieb aber nicht immer so. Als er älter wurde, änderte sich dieses Verhältnis. Da kam etwas hinein, was ich so empfunden habe, dass ich abgelehnt war oder mich unverstanden gefühlt habe, nicht mehr versorgend, nicht mehr für mich so den Schutzraum gebend. Und das war für mich eine sehr schwierige Sache.
Er hatte unseren Weg, den wir als Familie, als Ehepaar im Glaubensleben und in unserem allgemeinen Weg gegangen sind, diesen Weg konnte er nicht sehen und den wollte er nicht mittragen. Und deswegen hat er sich von uns abgewendet. Und das war sehr, sehr schwierig. Es war sehr schmerzlich, weil es zu Ablehnung kam, zu Unverständnis, zu Zurechtweisung, zu Verletzungen. Das ist ja echt das Interessante, dass bis ins hohe Alter, das wirst du vielleicht bestätigen können, dass bis ins hohe Alter diese, wenn Eltern sagen, du, das geht aber gar nicht, was du da machst, das ist egal, wie alt der Sohn oder die Tochter ist, sondern es wird einfach so beibehalten, ich bin der Vater oder ich bin die Mutter und ich sag dir jetzt mal, was richtig ist. So, aber in diesem Verhältnis, wo mein Vater schon sehr alt war, pflegebedürftig war, viele Schmerzen hatte, kam es für mich zu dieser Zertrennung, zu dieser Ablehnung und zu diesen schmerzhaften Prozessen. Und es waren viele Tränen, die da geflossen sind. In diesem, was ich da erlebte mit ihm, was sich so verändert hatte, spielte auf einmal das Thema Vergebung eine große Rolle. Ich musste meinem Vater ganz oft vergeben. So, der eine Satz in diesem Vaterunser-Gebet, den Jesus den Jüngern lehrt oder seinen Nachfolgern lehrt, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das war etwas, wo ich gemerkt habe, Gott spricht jetzt diesen Satz zu mir persönlich. Wisst ihr, wir alle kennen das Vaterunser. Wir können das richtig runterbeten, ohne etwas dabei zu empfinden oder doch was zu empfinden, egal. Aber manchmal benutzt der Herr solche Dinge, die wir so im Unterbewusstsein fast abgespeichert haben und sagt, da lege ich meinen Finger drauf. Wie wir vergeben unseren Schuldigern. Auf einmal war das für mich das Thema, und zwar nicht nur einmal, sondern fast täglich. Auf einmal war es nicht mehr so, dass meine Haltung ihm gegenüber, dieses Versorgende und dass ich mich um ihn gekümmert hatte, ihm Blumen gebracht hatte oder so, das war gar nicht mehr so gewünscht. Und es war so, dass es zu vielen Vorwürfen kam und vieles war einfach nur noch falsch. Aber ich hatte die Aufgabe von Gott, meinem Vater im Himmel, dass ich meinem irdischen Vater diese Dinge, diese Vorhaltung, dieses ganze Ding, dass ich das immer wieder vergeben musste. Das war ein Prozess. Das war nicht mit einmal, na gut, ich vergebe ihm halt. Damit war das nicht gegessen. Das muss ich wirklich sagen. Es war ein Prozess und der dauerte lange. Ich habe das oft vom Kopf her schon sagen können. Aber weißt du, die Dinge sind vom Kopf bis zum Herz. Das ist nochmal eine Strecke, die wir da zurücklegen müssen. Und das musste bei mir passieren, dass ich vergeben konnte, hier von tiefsten Grund meines Lebens, meines Herzens, meines Empfindens. Ich musste einfach dranbleiben. Und das war für mich ein Thema, was ich immer mit meinem himmlischen Vater durchsprechen musste. Die Veränderung musste in mir stattfinden. Ich wollte nicht nachtragend sein und ich brauchte auch nur die Verantwortung für mich, für mein Tun, für mein Reden, für meine Gedanken und Handlungen auf mich nehmen. Nicht für ihn, nicht für jemand anderen in der Familie, sondern nur, es ging nur um mich und ihn und um mich und den Vater im Himmel. Ich war dafür verantwortlich, wie ich mit ihm umgehen würde. Danach würde der Herr mich fragen, nicht nach anderen Dingen. So, und das war wichtig, dass ich mich bewusst von meinem irdischen Vaterbild, von dem, was ich erlebt hatte, Gutes und nicht so Gutes, ich musste mich davon trennen.
Ich musste lernen, in den Gedanken mich abzuschneiden von dem, was ich bei meinem natürlichen Vater, bei meinem irdischen Vater erlebt hatte. Und es nicht übertragen im Gebet und im Glauben an meinen himmlischen Vater. Es war eine ganz, ganz wichtige Sache, nicht zu warten und drüber nachzudenken und dem Feind Raum zu geben, dass er ein Feuer in meinem Herzen anzünden konnte. Denn dann hatte ich wieder dieses Vertrauen, was ich ja eigentlich lernen wollte, zu Gott, meinem Vater. Das hatte ich dann immer irgendwie in so einem Streitgespräch mit meinem Vater und irgendwie ging es immer hin und her. Ich musste diese Attacken des Feindes zurückweisen, dass er keinen Einfluss hatte auf mein Glaubensleben. Satan ist der Dazwischenwerfer, er ist der Zertrenner, er ist der Vater der Lüge. Ist das nicht interessant, dass er als Vater der Lüge bezeichnet wird in der Bibel? Ich musste ihn aktiv aus meiner Beziehung zu meinem himmlischen Vater rausschmeißen. Denn er versuchte immer, so wie ich ins Gebet ging, so wie ich mich Gott, dem Vater, genähert habe, so wie ich anfing, Vater im Himmel, ich danke dir, ich weiß, du sorgst für mich oder so, ständig kam diese Einflüsterung und dieses, ja, aber ich weiß nicht, ob er so verlässlich ist und guck doch mal und Vater ist immer schwierig und alle diese Dinge. Ich sagte ganz, ganz oft, im Namen Jesus, Satan, du hast kein Anrecht hier in dieser Beziehung anwesend zu sein und deine miesen Vorhaben weiter voranzutreiben. Ich wollte nicht, dass der Feind es schafft, meine irdischen Erlebnisse auf den Vater im Himmel zu projizieren und ihn genauso zu sehen und genauso ein schlechtes Bild zu bekommen. Ich musste mein Vertrauen in Gott als meinem himmlischen Vater schützen. Das musste ich bewahren lernen. Meinen aber, lieber Vater, musste ich in meinem Herzen bewahren. Und das war etwas, was ich trainieren musste. Das musste ich wirklich weiter bearbeiten. Ich lernte in dieser Zeit mit meinem irdischen Vater, dass ich mit dem Heiligen Geist die Besuche, die Gespräche, die Treffen vorbereiten musste und dass ich ihn um Lösungen bitten musste. Und so sah ich deutlich, dass es einen ganz massiven Unterschied gibt in dem, wie mein irdischer Vater ist und wie mein himmlischer Vater war. Und dass er ganz anders mit mir umging, dass er ganz anders zu mir stand, dass er ganz anders über mich dachte. Der Vater im Himmel ist so viel mehr. Und mein Anliegen heute Abend ist eigentlich auch das. Ich will dir so viel wieder Freudigkeit an dem Vater im Himmel vermitteln. Denn schau, wir haben vorhin drüber gesprochen, die Zeiten der Erschütterung werden weitergehen. Wir werden in schwierige Turbulenzen kommen. Und wir brauchen etwas, wo wir uns festhalten, wo wir wirklich wissen, Gott, der Vater, versorgt uns, er sieht uns, er schaut auf uns und er ist bei uns. Er wird den Weg für uns bereiten. Egal, welche Herausforderungen im Natürlichen sind, er ist der, der uns festhält. Wir werden von der Liebe des himmlischen Vaters berührt. Und das wird unser Leben und unser Handeln und unser Reden verändern. Wie ist es denn möglich, dass wir ein anderes Bild von dem Vater im Himmel finden? Und da ist mir ein kleiner Satz, eine kleine Begebenheit aus der Bibel eingefallen. Und da lesen wir von einem Gespräch, was Jesus mit den Jüngern hat. Also wirklich, das musst du mal lesen, das ist wirklich sehr interessant, weil die Jünger fragen
wie können wir denn den Vater finden? Du kannst es lesen in Johannes 14 ab Vers 1. Als erstes sagt Jesus, habt keine Angst. Ihr vertraut auf Gott und nun vertraut auf mich. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn das nicht so wäre, hätte ich es euch doch nicht gesagt. Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und werde euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort, wo ich bin. Ihr wisst ja, wohin ich gehe und wo und wie ihr dorthin kommen könnt. Und dann sagt Thomas zu Jesus, nee, Herr, das wissen wir nicht. Wir haben keine Ahnung, wo du hingehst. Wie können wir denn den Weg kennen? Jesus aber sagt zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch erkannt, wer mein Vater ist. Doch von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Das sagt Philippus zu Jesus, Herr, zeig uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Jesus erwidert, Philippus, weißt du denn nach all der Zeit, die ich bei euch war, immer noch nicht, wer ich bin? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Warum verlangst du noch, ihn zu sehen? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch sage, sie stammen ja nicht von mir, sondern von dem Vater, der in mir lebt und der durch mich wirkt. Glaubt doch, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Oder glaubt wenigstens aufgrund dessen, aufgrund von dem, was ich getan habe. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, der wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe, jedoch größere, denn ich gehe, um bei meinem Vater zu sein. Und ihr dürft in meinem Namen um alles bitten und ich werde eure Bitten erfüllen, weil durch den Sohn der Vater verherrlicht wird. Bittet um was ihr wollt in meinem Namen und ich werde es tun. Das ist doch ein interessantes Gespräch, was die Jünger mit Jesus da haben. Sie waren alle Zeit mit ihm zusammen. Sie haben ihn gesehen, sie haben ihn gehört, sie haben die Wunder gesehen, die Zeichen gesehen, sie haben Anteil an ihm gehabt. Und doch wussten sie nicht, wie können wir den Vater im Himmel finden. Der Philippus, der hat wirklich verpeilt, dass diese Botschaft, der Vater in mir und ich in ihm, da gibt es keinen Unterschied. Das hat er einfach nicht zusammengebracht. Und dieses andere, wer den Sohn gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und das war etwas, was sich ihm noch nicht wirklich offenbart hatte. Dieses, er war im Vater und der Vater in ihm. Wer mich sieht, sieht den Vater. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Ich möchte euch ein paar Sachen sagen, in euren Glauben hineinsprechen, welchen Gott wir lieben. Gott ist dein größter Fan. Hast du dir das schon mal überlegt? Dein größter Fan. Er ist der, der richtig jubelt, wenn er dich sieht. Ich habe gedacht, hey, wer würde das tun, außer Gott selbst, seinen aller einzigsten Sohn zu geben und deine Schuld und meine Schuld von ihm bezahlen zu lassen. Bezahlt, bedeckt, vergeben, vergessen. Der Vater im Himmel, er versorgt dich. Er sagt, seht doch die Vögel unter dem Himmel. Sie säen nicht, sie ernten nicht und trotzdem versorge ich sie. Dennoch versorgt sie der himmlische Vater. Er ermutigt dich, wenn du richtig unter Druck bist. Er treibt dich an, wenn du eigentlich aufgeben wolltest und keinen Sinn im Moment sehen kannst.
Er ist immer und auf allen Wegen an deiner Seite. Er ist für dich. Das sagt die Bibel ganz oft. Er ist für dich und er ist mit dir. Er ist der Vater im Himmel, der dir den Odem eingeblasen hat, dass du den Heiligen Geist empfängst. Er ist stolz auf dich. Kannst du dir das vorstellen, dass der Vater im Himmel stolz auf dich ist? Schau, manche von uns haben einen irdischen Vater gehabt, der gesagt hat, hey, cool gemacht, ich bin richtig stolz auf dich. Und das Gleiche sagt der Vater im Himmel jetzt gerade zu dir. Ich höre das, wie er das zu Einzelnen sagt, die von sich selber so ein mieses, schlechtes Bild haben. Und der Vater im Himmel sagt, hey, ich bin so stolz auf dich. Du machst es richtig, richtig gut. Er schaut auf dich. Es entgeht ihm doch nicht, wo du bist. Es entgeht ihm doch nicht, was du gerade durchmachst. Es entgeht ihm doch nicht, dass du jetzt Schmerzen hast, dass du leidest, dass du an deinen Beziehungen leidest, an deinen Kindern, an deiner Vergangenheit, an deiner Ablehnung, an den ganzen Dingen, die dir so, so, so schmerzhaft sind. Er sieht das. Er ist bei dir. Er sieht dich wirklich. Schau, wenn du in dem Alten Testament die Geschichte von Hiob liest. Ich will jetzt nicht über Hiob sprechen, aber schau mal in Hiob 1, 8 bis 11. Da lesen wir von einem weiteren erstaunlichen Treffen. Und es ist eigentlich der Beginn von dem Test, durch den Hiob durchgehen wird. Da lesen wir in Vers 6. Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor dem Herrn einzufinden. Und auch Satan kam in ihre Mitte. Und der Herr sprach zu Satan, wo kommst du her? Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandern auf ihr. Aha. Der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gegeben auf meinen Knecht Hiob? Denn es gibt keinen wie ihn auf Erden, ein Mann so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. So, Gott hat gesagt zu Satan und auch zu den Söhnen Gottes, zu den Engeln, hey, hört mal, habt ihr Hiob gesehen? Habt ihr meinen Knecht Hiob gesehen? Habt ihr gesehen, wie der läuft, so rechtschaffen und so das Böse meidend? Habt ihr ihn gesehen? So, als ich diese Geschichte da wieder gelesen hatte, da habe ich gedacht, hey, kannst du dir vorstellen, dass Gott im Himmel mit den Söhnen des Himmels, mit den Engeln steht und sagt, hey, hast du meine Tochter gesehen? Hast du meinen Sohn gesehen? Hast du Beate gesehen? Hast du Nadine gesehen? Hast du Philipp gesehen? Hast du sie alle gesehen? Ich bin so stolz auf sie. Sie laufen so gut. Sie sind so rechtschaffen. Sie sind so das Böse meidend. Sie sind so auf meinen Wegen hinter mir her. Sie sind so an mir dran, so dicht. Habt ihr sie gesehen? Schau, das ist etwas, wo ich mich total begeistern kann. Wenn ich mir das vorstelle, dass Gott im Himmel, mein Vater im Himmel, auf mein Leben schaut und sagt, hey, du machst das richtig gut. Ich bin so begeistert von dir. Lauf und ich bilde dich aus. Ich trainiere dich. Weich nicht zurück. Ich halte dich mit der rechten Hand meiner Gerechtigkeit. Wenn du durchs Feuer gehst, es wird dich nicht verbrennen. Wenn du durchs Wasser gehst, es wird dich nicht ersäufen. Ich bin bei dir. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Ich bin der Erste und der Letzte und der war und der ist und der da kommt. Fürchte dich nicht. Bleib dran. Du schaffst es. Ich bin dein Fan. Du schaffst es. Ich bin so stolz auf dich. Ich freue mich immer, wenn ich dich sehe. Gott freut sich über dich. Hey, du musst das ab und zu mal dir laut zusagen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du dich
über mich freust, dass du dich an mir freust, an meinem Leben. Er freut sich an deinen guten Ideen. Er freut sich an deiner Kreativität. Er freut sich an deinen Entscheidungen, dass du ihn nicht ausblendest, dass du nicht ihn wegschubst und sagst, lass mal, ich entscheide das schon selber, ich weiß schon Bescheid. Sondern dass du nach ihm fragst, dass du sagst, Herr, Vater im Himmel, was würdest du mir raten? Was würdest du mir sagen? Was soll ich tun? Er freut sich, wenn du auf ihn wartest. Wenn du sagst, Vater im Himmel, ich komme jetzt zu dir. Ich brauche Zeit mit dir. Ich will Zeit mit dir verbringen. Oder wenn du nachts im Bett liegst und sagst, ich bin wach. Ich kann im Moment nicht schlafen, aber Vater im Himmel, rede mit mir. Gib mir Eindrücke. Gib mir Bilder. Gib mir Visionen. Sprich zu mir. Ich bin jetzt bereit. Ich höre dir zu. Jetzt kann ich nichts anderes sehen. Mit niemand anderem reden. Ich höre jetzt, was du sagst. Er freut sich über deinen Gehorsam, wenn du sagst, yes, Sir, ich werde das tun. Ich werde das tun, was du gesagt hast. Ich habe dein Reden gehört. Ich werde es tun. Ich habe in deinem Wort gelesen. Ich werde es tun. Ich weiß nicht, wie es gehen kann, aber ich werde es tun. Ich weiß nicht, ob es gelingt, aber ich werde es tun, weil ich weiß, du bist bei mir. Du redest mit mir. Du siehst mich. Schau, wir haben ein kleines, süßes Enkelkind. Und jeden Tag bekomme ich ein Bild geschickt oder einen kleinen Videoausschnitt. Dann kann ich sehen, wie sie sich verändert, welche Fortschritte sie macht, wie sie aussieht. Und ich freue mich so daran. Und ich denke mir, hey, Gott macht das genauso. Weißt du, stell dir doch einfach mal vor, Gott macht ein Foto von dir, ein Selfie mit ihm und dir. Er macht einen kleinen Videoclip und sagt, ha, er zeigt es rum. Bei den Söhnen des Himmels zeigt er es rum und sagt, habt ihr meine Kinder gesehen? Habt ihr gesehen, wie sie sich verändern? Habt ihr gesehen, wie sie strahlen? Habt ihr gesehen, wie sie weinen? Habt ihr gesehen, oh, ist nicht so gut drauf heute? Wir müssen ein bisschen nachhelfen. Wir müssen sie ein bisschen ermutigen. Wir müssen ein bisschen zu ihr sprechen oder zu ihm. Wir müssen ihm helfen. Wir müssen hinter den Kulissen den Weg für ihn bereiten. Wir müssen dieses Vorstellungsgespräch bereiten. Wir müssen dran denken, dass wir bestimmte Türen öffnen. Wir wollen die richtigen Türen öffnen, dass er durchgehen kann. Und wir werden die schlechten Türen schließen, damit er nicht verletzt wird. Kannst du dir vorstellen, dass Gott von dir ein Bild macht, dass er das vielleicht bei sich trägt, in seinem Herzen, dass er ein Video macht und sich das immer wieder anguckt und sagt, hey, läuft gut, mach die Sache gut. Er hat jeden Tag deines Lebens geplant, deines und meines Lebens geplant. Er hat es gesehen, dein ganzes Leben, als du verborgen warst im Schoß deiner Mutter. Wenn du den Psalm 139 liest, dann offenbart sich dir das. Es heißt, er weiß, ob ich sitze oder stehe, ob ich liege oder gehe. Er weiß es. Er hat dich zubereitet im Leib deiner Mutter. Er wusste den Augenblick, wann du geboren werden sollst. Er wusste es, wann du die ersten Schritte läufst. Und er wusste, wann du sein Herz anfragen wirst, wenn du ihn berühren wirst. Er wusste, wann der Tag sein wird, wo du dein Leben in seine Hände legst. Er wusste es. Er wusste es von Anfang an. Und er wird dich begleiten bis zum letzten Atemzug. Weißt du, oft überlege ich mir, wie wird mein letzter Atemzug sein? Was werde ich zuletzt denken? Was werde ich zuletzt sprechen? Was werde ich zuletzt empfinden? Und dann ist sofort mein Gebet da, dass ich sage, Vater im Himmel, ich will, dass dein Wort auf meinen Lippen liegt. Ich will, dass meine Gedanken bei dir sind, denn du bist meine Hoffnung. Ich bewege mich zu dir hin. Ich werde nicht hier bleiben, sondern ich werde in die Ewigkeit gehen, wo ich alle Zeit mit dir zusammen sein werde. Das ist doch unsere Hoffnung.
Christus in uns, Jesus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist es doch, wo wir hingehen. Wir werden nicht hier in dem Getümmel, in diesen Herausforderungen, in diesen Erschütterungen bleiben, sondern wir gehen doch, wir sind doch auf dem Weg. Wir haben doch eine Strecke zurückzulegen. Wir haben doch eine Reise noch vor uns. Und es ist sehr, sehr wichtig, was wir über den Vater im Himmel denken. Du bist so sehr gewollt von ihm. Schau, bei vielen Vater-Kinder-Beziehungen ist oft dieses schmerzhafte Thema dabei. Ich bin nicht gewollt. Meine Eltern wollten mich nicht. Meine Mutter wollte mich nicht. Mein Vater wollte mich nicht. Mein Vater ist aus der Familie gegangen. Meine Eltern haben sich getrennt. Weißt du was? Gott wollte dich. Gott wollte dein Leben. Er wollte dich ein Leben lang. Er hört nicht auf zu wollen, dass du da bist. Er hört nicht auf, dich auszubilden. Er hört nicht auf, dass du weißt, ich bin geschaffen von ihm, von dem, der mein Leben gewollt hat, gesehen hat, zubereitet hat, der den Odem des Heiligen Geistes in mein Inneres geblasen hat. Und das Aber Gottes, wenn die Menschen dich nicht wollten, das Aber Gottes steht über dir geschrieben. Aber Gott, aber der Vater im Himmel, er ist der Garant für dein Leben. Der Vater im Himmel wollte dich. Und weißt du was? Wir sind auf dieser Reise, diese Journey, die lange dauert. Und weißt du was? Wir werden ihn sehen. Der Vater im Himmel kann es kaum abwarten, bis er dich trifft, bis er dich in seine Arme nehmen kann, bis er sagen kann, hey, herzlich willkommen, ich habe so lange auf dich gewartet. Ich freue mich so, dass du da bist. Ich habe die Wohnung für dich fertig. Wir werden alle Zeit in Ewigkeit zusammen sein. Wir, du und ich, wir haben Gemeinschaft miteinander. Er hat es so sehr herbeigesehen, dass du das erste Mal gesagt hast, ich liebe dich, Herr. Ich liebe dich, Vater im Himmel. Weißt du, auch wenn du das im Natürlichen zu deinem Vater nicht sagen konntest, auch wenn dein Vater es dir nie gesagt hat, der Vater im Himmel ist anders und er sagt zu dir, ich liebe dich. Ich habe dich von Anfang an, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade. Ich habe dich zu mir gezogen. Es war mein Werk in deinem Leben. Es war meine Intention. Ich wollte dich und ich habe dich zu mir gezogen. Und jetzt kannst du ihm sagen, Vater im Himmel, ich liebe dich. Ich liebe dich vom Grund meines Herzens. Ja, Gott der Vater. Gott zuerst, aber Gott der Vater. Gott verpasst keinen Moment deines Lebens. Er tröste dich, wenn du traurig bist und durch schwere Zeiten durchgehen musst. Er feiert mit dir, wenn niemand deine Siege mit dir feiert. Er feiert sie mit dir. Er feiert die Siege und die Triumphe, die du in seiner Hand ist. Und er nennt dich meinen starken Held. Wenn du dich selber schwach fühlst, wenn du selber sagst, ich bin nichts, ich kann nichts, ich habe nichts vorzuweisen, er sagt trotzdem, du bist mein starker Held. Er ist ganz nah bei dir. Wenn du in Bedrängnis bist, wenn du in Not bist, Herausforderungen, wenn du an der Tiefe, an dem tiefsten Tiefpunkt deines Lebens angekommen bist, dann ist er immer noch da. In dem Psalm heißt es, und wenn ich flöge ans Ende der Welt, so wäre auch dort deine Hand und würde mich halten. Deine Rechte würde mich halten, Herr. Du bist in seiner Hand der größte Trumpf, den der Herr, der Vater im Himmel, gegen den Feind zeigt. Der größte Trumpf. Er wird immer sagen, du hast nicht mit ihm gerechnet, du hast nicht mit ihr gerechnet, aber ich habe sie trainiert, ich habe sie ausgerüstet, sie ist eine von meinen und sie wird dich sie wird dich besiegen, sie wird dich zerstören, sie wird dich aus ihrem Leben rausschmeißen, sie wird dich zurückdrängen. Du Feind wirst nicht in ihrem Leben den Sieg haben.
Ich habe dir jetzt sehr viele Dinge gesagt, so die mir oft durchs Herz gehen, wenn ich an den Vater im Himmel denke. Kennst du ihn so? Oder langweilt er dich? Hat er diese Bedeutung in deinem Leben? Ist er eine Randnotiz? Oder ist er so ein bisschen eine Seite in deinem Lebensbuch? Ja, manchmal rede ich vom Vater im Himmel, aber eigentlich das Wichtigste ist doch Jesus. Denk mal dran an das Gespräch, was wir vorhin gelesen haben. Wer mich sieht, sieht den Vater. Der Vater und ich, wir sind eins. Wer den Vater sieht, der sieht mich. Wer mich sieht, sieht den Vater. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Gehört er zu deinen Prioritäten? Hast du Zeit für ihn übrig? Oder nehmen andere Dinge deine Zeit? Oder sagst du, naja, Gott ist immer für dich. Und Gott hat immer mehr für dich. Mehr, 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 viel mehr. Gott hat immer viel mehr für dich. Ich bete wirklich, dass du das jetzt empfangen kannst in deinem Herzen. Auf der einen Seite diese Erlebnisse mit deinem irdischen Vater, dass du dich davon trennst und sagst, das ist mein irdischer Vater. Ich erlaube dem Feind nicht mehr, dass er in dieses so hineinfuschen kann. Und ich erlaube dem Vater im Himmel, zu mir zu sprechen. Ich erlaube ihm, dass er mir sein Wesen zeigt. Ich liebe den Vater im Himmel und ich möchte, dass er in mir Raum gewinnt. Gott hat mehr für dich. In Jesus' name. Halleluja. Amen.